Hallo, mein Name ist Christiane und ich möchte euch heute was zu den Sendezeiten mit Healy sagen. Ja, ich arbeite ja schon ziemlich lange mit Time Wafer und da wird ja genauso die Sendezeiten eingestellt, wie man das bei der Healy Resonanz App machen kann. Natürlich ist der Time Wafer viel vielschichtiger, man kann viel feiner die Sendezeiten einstellen und in einen Dauerintervall, aber trotzdem ist ja die Besendung ähnlich. Ja, und da kann ich hier mal einfach auf meine Erfahrung zurückgreifen, wie ich da die Besendungen oft nutze. Also bei akuten Themen, das heißt Erkältung, Schnupfen, Wunden, egal was akut passiert ist, akut Liebeskummer, also egal was da gerade passiert ist, akutes, dann gucke ich, wie jetzt im Healy, könnt ihr gucken, welche Bachblüten, welche Schüsslersalze oder welche homöopathische Mittel oder was auch gut tut. Und die gebe ich beim akuten Fall wirklich am besten diese Dreimalgabe am Anfang. Also ihr schwingt das eine Minute 20 auf, wartet 2-3 Minuten, wieder eine Minute 20, wieder warten 2-3 Minuten und wieder Minute 20. Das ist so diese Dreimalgabe zum Start. Also die macht ganz viel und bewirkt ganz viel und es ist so der Erstimpuls, der einfach den Klienten super unterstützt. Also ich habe einen Klienten mit einem akuten Allergieschub, im Timewerfer kann ich damit gut arbeiten, dann gebe ich dreimal diese Doppelgabe, die Dinge, die da gekommen sind. Ja, und dann hat er eigentlich schon so eine Erstharmonisierung und es wird meist schon ein bisschen besser. Zusätzlich könnt ihr dann die Informationen mit dem Healy auf ein Glas Wasser aufschwingen oder auf unarzneiliche Globuli, damit arbeiten wir mit. Die sind halt dann wie Zuckerperlen, die nicht informiert sind. Und da kann man das dann aufschwingen, nochmal eine Minute 20. Und dann kann man das dem Klienten mitgeben und dann kann er das alle halbe Stunde einnehmen, bis wirklich Besserung kommt, ne, im Akutfall. Also wirklich dicht dranbleiben, dicht die Information nehmen, bis die Besserung da ist. Und wichtig ist, in akuten Sachen nicht länger als 2-3 Tage dieselbe Information aufschwingen, weil da verändert sich so viel im Körper, da ist so viel los, dass wir dann spätestens nach 3 Tagen lieber neu gucken, was braucht er jetzt, und dann die neue Information ihm geben und wieder relativ dicht. Und wenn es dann besser wird, dann kann man auf alle 4 Stunden hochgehen für 37 Sekunden oder für eine Minute 20, also dass man dann so ein Basic-Intervall nimmt. Also akut immer dicht anfangen und bis Besserung ziemlich dicht dranbleiben, alle halbe Stunde bis zur Stunde wirklich die Information geben, entweder immer wieder die Healy-Liste aufrufen und besenden oder ihr spielt es auf irgendeinen Träger auf und könnt das dann so einnehmen und wie gesagt nach 3 Tagen abändern. Ja, wenn es jetzt ein Bereich ist, so eine allgemeine Liste, ich möchte mich unterstützen, ich möchte mich stärken, so präventiv, ne, so allgemeine Sachen, das ist für mich so ein Basic-Intervall, ist so dreimal am Tag wie Globuli, dreimal 5 Globuli. Ne, so, das ist für mich mit dem Healy eine Liste, dreimal am Tag für 37 Sekunden einschwingen. Wenn es besonders wichtig oder intensiv ist, kann ich auch sagen, ich schwinge es dreimal am Tag eine Minute 20 ein. Gerade wenn ihr jetzt anstatt eine Person, ein Haus oder ein Unternehmen mit dem Healy unterstützt, dann wäre es besser, den Intervall ein bisschen stärker zu machen. Also wenn ich mein Unternehmen jetzt zum Beispiel für Kundengewinnung stärke, dann lasse ich das viermal am Tag für auch mal 5 Minuten laufen. Ne? Und ein Gebäude genauso, um eine Information, Schlafplatzharmonisierung, auch da könnt ihr 5 Minuten oder auch mal 12 Minuten senden. Also bei solchen Dingen ein stärkerer Intervall als Personen. Ne? Und alle 4 Stunden ist mal ein guter Intervall. Ja, und dann gibt es für mich noch den Unterschied alte Themen, karmische Themen, Lebensthemen, also ne, ewig ein Selbstwertthema. Und das weiß ich, habe ich dann schon lange. Dann gucke ich im Time Wafer, was da kommt oder ein systemisches Thema mit Eltern. Dann nehme ich diese Informationen, die kommen und schwinge die nur einmal am Tag auf für eine Minute 20 oder man kann auch mal 2 Minuten 50 machen. Dann schwingt man das halt einmal am Tag länger auf und jeden Tag nur einmal. Ne? Das ist ja, einfach langfristiger geht. Die Liste muss ich auch nicht nach 3 Tagen verändern. Das kann ich auch mal wirklich 4 Wochen dieselbe Liste nehmen, um da dann einfach eine alteres Thematik besser über die Zeit lösen zu können. Ne? Und so unterscheide ich, wie gesagt, akut, ziemlich dicht und schnell die Liste verändern, chronische alte Sachen langlaufen lassen, einen größeren Intervall.
Ja, und dann gibt es für mich noch die energetische Reinigung. Man kann ja Gebäude und sich selbst auch sein Aurafeld ein bisschen reinigen und klären. Und wenn ich mit solchen Einträgen arbeite, dann lasse ich das sogar auch mal 12 Minuten laufen. Oder für ein Gebäude, was sehr belastet ist mit Fremdenergien, dann lasse ich so eine Liste auch mal eine Stunde laufen, um wirklich da eine Klärung reinzukriegen. Oder genauso fürs Unternehmen. Beim Unternehmen zur Klärung lasse ich dann auch mal so eine Liste wirklich eine Stunde laufen. Ja, und ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen an den Zeiten orientieren. Was für mich noch wichtig ist, wenn man ein akutes Problem behandelt, also gerade dicke Erkältung und ich unterstütze mit Healy, dann bin ich wirklich nur stärkend für den Klienten da und gebe Dinge, die ihn stärken. Vitalstoffe, Vitamine, all solche Dinge. Ich gehe da nicht an die Ursache ran. Also weil die Arbeit mit dem Informationsfeld, mit der Matrix, kostet uns auch Energie. Also ihr könnt dann auch erst eine Aura-Analyse machen und gucken, wie viel Energie hat denn überhaupt der Klient. Und wenn der unter 50% Energie hat, dann nicht mit irgendwelchen Glaubensmustern lösen oder Blockaden lösen oder solche Dinge. Weil dieser Prozess kostet uns Kraft und dann schwächt man den Klienten sozusagen noch ein bisschen mehr. Also wenn wirklich wenig Energie da ist, akuten Prozess, einfach nur stärkende Dinge geben, die ihn unterstützen. Ja, und dann werdet ihr tolle Erfahrungen sammeln. Ich bin nach wie vor immer noch so begeistert, mit Time Waver und Healy zu arbeiten. Und ja, traut euch ran, legt los und ich freue mich über euer Feedback. Ja, hier in meinem Buch findet ihr auch nochmal eine Zusammenfassung. Das ist ganz vieles drin beschrieben, natürlich auch über Time Waver, aber hier findet ihr auch ganz spezielle Tabellen über Sendeintervalle. Richtig ausführlich, was ich eben euch gesagt habe, könnt ihr hier nochmal ganz genau ablesen, wie man das macht. Und Affirmationen sind hier drin, welche Fokustexte kann man nehmen, wie lese ich bestimmte Dinge, wie arbeitet man auf verschiedenen Ebenen. Also hier in dem Praxisbuch findet ihr einfach ganz viele Sachen, die ihr auch für Healy anwenden könnt. Ja, ich verlinke es unter dem Video einfach auch nochmal mein Praxisbuch. Ja, dann viel Erfolg bei eurer Arbeit. Alles Liebe, Christiane.